Heute gibt's ein Voice-Over des Inside Star Citizen, des letzten Inside Star Citizens für das erste Quartal 2023, in dem es einen umfangreichen und interessanten Sprint-Report gibt. Außerdem gucken wir uns mal kurz an, was Greyboxing bedeutet und warum das gemacht wird. Und außerdem bin ich als Creator in einem neuen Bereich unterwegs und darüber erzähle ich dann noch im Anschluss. Und jetzt wünsche ich euch mit diesem Video viel Spaß. Mit dem Ende des ersten Quartals 2023 erreichen wir einige Meilensteine für das Team, das wir intern als Evergreen Content Team kennen. Das sind die Leute, die sich der Produktion von wöchentlich wiederkehrenden Videoinhalten widmen, die manche als Evergreen bezeichnen würden. Für Inside Star Citizen ist die heutige Show das Ende unseres vierten Jahres und die 150. Episode seit der ersten Ausstrahlung im Nachgang nachfolgend zu Around the Verse, startend im Jahr 2019. Und wenn man das Erbe von ATV und Wingman's Hunger davor mitzählt, überschreiten wir gerade die 450. Episode dieser fortlaufenden Behind-the-Scenes-Serie, die anders ist als alles, was man bei jedem anderen Spieleentwickler findet. Und doch zeigen wir irgendwie nie etwas Gutes. Für mich persönlich ist es auch der Abschluss von 8 Jahren, in denen ich über 1200 Videos über die Entstehung dieses Projekts gemacht habe. Selbst den einen Feiertags-Livestream, über den wir heute nicht mehr gerne sprechen. Even that one holiday livestream we don't like to talk about anymore. In diesem Quartal, bevor wir unsere reguläre Pause einlegen, bringen wir also einen alten Favoriten zurück, unsere ISC-Wundertüte mit kleinen Einblicken in verschiedene Aspekte der Entwicklung, den Sprint Report. Für alle, die das noch nie gesehen haben, ein Sprint ist das, was wir den internen zweiwöchigen Rhythmus nennen, in dem die Entwickler an einer Aufgabe arbeiten, zurückkommen, um sich zu melden und den Fortschritt aller anderen zu sehen, ein paar Notizen zu machen und dann entweder zu etwas anderem übergehen oder zu einem weiteren zweiwöchigen Sprint für dasselbe Feature zurückkehren. Das bedeutet also, dass das, was wir diese Woche hier sehen werden, tatsächlich interne Entwicklerkunst ist, die Art von Kunst, die sie normalerweise nicht für die Öffentlichkeit machen. Es ist nicht die auffällige und etwas psychisch instabile Arbeit des ISC-Gameplay-Capture-Teams, das in letzter Zeit ziemlich anstrengend war, vielleicht weil wir ihre Medikation geändert haben. Also ohne weiteres Drumherumreden springen wir in den Inside Star Citizen Quartal 1 2023 Sprint Report und Clambake Showdown. Ich gehe davon aus, dass die Redaktion an dieser Stelle einen netten, subtilen Titel auf den Bildschirm bringen wird. Außerdem gibt es keinen Clambake Showdown. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Beginnen wir mit einigen Raumschiffen und Fahrzeugen, wo es kürzlich eine kleine Einarbeitungsaufgabe für einen neuen Mitarbeiter gab, um die ferngesteuerten Geschütztürme für die 600i von Origin zu aktualisieren, was wir hier sehen können. Ich denke, wir sind uns alle einig, das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem, was heute im Spiel ist. Und wenn ihr das ISC der letzten Woche über die bevorstehenden Änderungen an den Traktorstrahlen in Alpha 3.19 und darüber hinaus verfolgt habt, ist euch vielleicht die Argo SRV aufgefallen. Für diejenigen, die den Fortschrittstracker, den Progress-Tracker auf der öffentlichen Roadmap verfolgen, gibt es hier erste Einblicke in 3 Fahrzeuge, die derzeit ihre Reise durch die Pipeline antreten. Den Anfang macht der RSI Lynx Rover, das Geschwisterfahrzeug des berühmten Ursa Rover, den wir alle kennen und lieben und der oft im Paket mit der luxuriösen Constellation Phoenix zu sehen ist. Der Lynx befindet sich derzeit in der Greybox-Phase und es ist schön zu sehen, wie sich das RSI-Styling weiterentwickelt, besonders mit diesen Reifen. Ich meine, normalerweise bin ich nicht der Reifen-ist-cool-Typ, aber das sind coole Reifen, oder? Und wenn wir dann ins Innere gehen, können wir einen Blick auf das Cockpit werfen und dann ist da noch das Heck, das viel schicker ist als das des Ursa-Bruders. Okay, ich dachte, die Reifen wären cool, aber kann ein Stuhl auch cool sein? Denn das sieht nach einem verdammt bequemen Stuhl aus. Okay, darf ich das sagen? Nein, ich habe es gerade gesagt, ja. Wir machen das alle toll. Gute Arbeit.
There's also the Crusader Spirit, which just... Dann wäre da die Crusader Spirit, die vor kurzem in die Greybox-Phase eingetreten ist, wie hier zu sehen. Es sind erste Arbeiten an der Außenhülle, um sicherzustellen, dass jedes Teil den Maßen entspricht, die in der vorangegangenen Whitebox-Phase festgelegt wurden. Dann ein Blick auf das Heck des Schiffes, das wie beim Lynx ebenfalls im hinteren Bereich liegt. Und dann auf das Cockpit, das im Moment noch etwas kontrastreich aussieht, aber das ist nicht ungewöhnlich für die Greybox-Phase, denn in dieser Phase geht es vor allem darum, die Formensprache und die Materialverteilung zu definieren, bevor in der späteren Final Art Phase alles verfeinert wird. Die Prototypisierung, das Prototyping mit einfachen Objekten, sogenannten Primitiven, wird manchmal auch als Whiteboxing oder Greyboxing bezeichnet. Es geht auf die gängige Praxis zurück, weiße oder graue Box- und Würfelprimitive als Stellvertreter für Spielobjekte zu verwenden. Auf diese Weise können sich Artists und Designer auf die wichtigsten Aspekte des Spieldesigns konzentrieren, wie zum Beispiel die Kernspielmechanik, das Spieltempo, die Benutzerinteraktion, die Rätselmechanik und den Spaßfaktor. Wenn man es schafft, ein Spiel nur mit grauen und weißen Blöcken unterhaltsam und spaßig zu gestalten, dann ist das eine wirklich solide Grundlage, auf der man aufbauen kann, wenn man die schicken Grafiken dann später hinzufügt. Ein weiterer Vorteil des White- und Grey-Boxing ist, dass ein Entwickler oder ein Designteam Ideen und Konzepte schnell überarbeiten kann. Zu wissen, ob eine neue Idee oder ein neues Konzept funktionieren wird, ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass man nur die Funktionen einbaut, die das Spiel stärken und keine Zeit damit verbringt, Ideen nachzujagen, die nicht funktionieren oder den Kern des Spiels schwächen. Außerdem hilft es den Entwicklern, sich zu Beginn des Prozesses auf einzelne Ideen zu konzentrieren oder sich von ihnen zu lösen. Es ist einfacher, ein Konzept zu verwerfen, an dem man nur kurz gearbeitet hat, als ein Konzept zu verwerfen, das schon Wochen oder Monate auf dem Buckel hat. Whiteboxing hilft auch dabei, dass sich Designer und Artists bei der Gestaltung und Entwicklung des Spiels nicht beeinflussen oder leiten lassen. Ob bewusst oder unbewusst, stundenlanges Arbeiten an einem Konzept mit fertigen Bildern oder bestimmten Modellen kann die Wahrnehmung der Designer und Entwickler verzerren und mögliche Alternativen oder Optionen einschränken und ausschließen. In dieser Phase der Vorproduktion geht es also darum, so flüssig und flexibel wie möglich zu bleiben und sich nur auf die wichtigsten Aspekte des Prozesses zu konzentrieren. Bei CRG sind das also häufig Fragen wie: Ist der Gang groß genug, damit ein Fahrzeug ihn befahren kann? Können sich Spieler und NPCs durch Gänge und Räume bewegen? Stimmen die Metriken innen zu außen? Das sind einige der grundlegenden Fragen, die so schnell wie möglich beantwortet werden müssen, um das beste Spielerlebnis zu gewährleisten. Und CRG hat einen festen Ablauf, der geht beim Design los, dann in die Konzeptionsphase, von der Konzeption in die Whitebox-Phase, wo erste ganz grobe Strukturen festgelegt werden. Und diese groben ersten Strukturen werden dann weiter detailliert ausgearbeitet in der Greybox-Phase mit grauen Boxen sozusagen, wo erste Assets und Strukturen eingefügt werden, zum Beispiel wo sind Türen, wo sind Rampen, Größe des Cockpits und so weiter. Und von hier aus geht es dann in die Detailarbeit und das Hinzufügen der Grafiken. Das heißt, das Modell geht von der Greybox-Phase dann in die Grafikabteilung und in der sogenannten Art Phase, in dieser grafischen Phase, wird dann versucht, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das endgültige Ergebnis, das Raumschiff, die Landezone, die Wohnung aussehen wird. In Final Art Phase. And then let's take a look at the gray box bomb bay for the bomber variant. Werfen wir einen Blick auf den gray box Bombenschacht für die Bomber Variante, an der parallel zu den anderen Modellen gearbeitet wird. Zum Schluss noch ein Blick auf die jüngsten Fortschritte bei der Aupoa Santokiai, dem außerirdischen Xian-Jäger, bei dem man sehen kann, dass das Äußere recht gut vorankommt, die Schubdüsen modelliert werden und man begonnen hat, ein wenig mit der Farbgebung zu experimentieren und die Funktionsweise des Fahrwerks zu untersuchen, um sicherzustellen, dass es stark und stabil genug ist, um die Masse des Schiffes zu tragen, wenn alles festgelegt und fertiggestellt ist. Und was die Frage betrifft, wann der 600i-Geschützturm, der Lynx, die SRV, die Spirit, die Santokiai und andere ihren Weg ins persistente Universum finden werden, empfehle ich wie immer, die öffentliche Roadmap im Auge zu behalten, um Details zu erfahren, sobald sie verfügbar sind. Kommen wir nun von den fliegenden Schiffen zu den fliegenden Lebewesen. Wie aufmerksame Leser des Monatsberichts vielleicht bereits wissen, ist eines der vielen Dinge, an denen das KI-Team derzeit arbeitet, die Entwicklung von Boids, von Birdoid Objects, also
vogelähnliche Objekte im persistenten Universum. BOIDs, das sind algorithmische Verhalten von kleinen Kreaturen, die die Planeten und Monde des persistenten Universums bevölkern werden. Hier ist ein Test mit Kondoren, die langsam lernen, nicht gegen Berge zu fliegen oder in Ozeanen unter ihnen zu ertrinken. Condor Man. Nobody, huh? Just me? And then some work on ocean fish. Und dann einige Arbeiten mit und an Ozeanfischen, die hier ganz und gar alle gleich sind. Das ist nur ein Verhaltenstest, Leute, ohne all die emotionalen Parameter, die sie eines Tages gut aussehen lassen. Make them look good one day. Und wenn ich euch da draußen im Internet sehe und ihr sagt, diese Fische in Star Citizen sehen total toll aus, dann weiß ich, dass ihr kein Wort von dem hört, was ich sage. Und das wird meine Gefühle verletzen. In der Zwischenzeit hat das Interactables-Team, früher bekannt als das Props-Team, eine Reihe von Assets für das persistente Universum erstellt, wie zum Beispiel diese Gewichte für Fitnessstudios, die man in New Babbage finden kann, ähnlich den Fischen, die wir gerade gesehen haben. Wir wollen also die hier gezeigte Form des Werfens nicht bewerten. So, let's not judge the throwing form being displayed here. Still, it's nice to see. Es ist jedoch schön zu sehen, dass sich selbst die kleinsten Dinge im Verse natürlich verhalten, mit realistischer Masse und Physik, wann immer es möglich ist. Dieses Bestreben, dass sich die Dinge so verhalten, wie man es von ihnen erwartet, erstreckt sich auch auf die Kaffeemaschinen des Verse, die vor kurzem von Fehlfunktionen bereinigt wurden. Ich habe überlegt, ob ich diesen Abschnitt in eine Aktualisierung der Barkeeper- oder Kantinen-Features umwandeln soll, nur um der alten Zeiten willen, aber jemand, der ungenannt bleiben möchte, hat mich davon abgehalten. Es sieht auch so aus, als hätte das Team nebenbei ein paar neue Kaffeetassen entwickelt. Nun, lasst das Video eine Weile laufen, seht euch ein paar Kaffeetassen in Aktion an und denkt darüber nach, über wie viel Barkeeper-Zeug ich gerade nicht spreche. How much bartender stuff I'm not talking about right now. Also, speaking of bartenders, if you want some. Apropos Barkeeper, wenn ihr selbst ein paar interaktive Gegenstände haben wollt, könnt ihr dieses neue Set von Star Citizen Trinkgläsern im Webshop vorbestellen. Ich fragte, ob ich für sie werben solle, und sie sagten, nein, weil du damit wahrscheinlich etwas Dummes einstellen würdest. Und ich sagte, hey, überlass das mir, und sie sagten, was? Nein! Und ich sagte, kein Problem! Und hier sind wir nun. No problem! And here we are. Zurück zum Interactables-Team. Die haben auch einen Prototyp für eine neue Möglichkeit entwickelt, eine Vielzahl von Postern an die Wände der Spieler-Habs und Raumschiffe zu hängen, und zwar mit diesen neuen, sich ausrollenden elektronischen Geräten. Und mit denen kann man jeden dafür vorgesehenen Raum dekorieren. Die Möglichkeiten, die dieses Feature bietet, werden schnell klar, denn es erlaubt den Spielern nicht nur ihre Räume zu dekorieren, sondern auch wichtige Momente ihrer Zeit im persistenten Universum zu sammeln und zu verewigen, Missionen anzunehmen, um Flyer für Ingame-Shops oder Events aufzuhängen, Bulletins für Bounty-Missionen aufzuhängen und vieles mehr. Und der letzte Teil stammt sowohl vom Team für interaktive Elemente als auch vom Team für Missionsfeatures, das das nächste gefährliche Contraband entwickelt hat, die nächste gefährliche Droge, die sich ihren Weg durch das persistente Universum bahnt. Grasping Weevil Eggs. Grasping Weevil Eggs. Grasping Weevil Eggs. Grasping Weevil Eggs. Wie heißt die Datei nochmal? Oh, nein. Oh, no, that's what it is. Das ist sie. Huh. Let's switch on over. Kommen wir nun zur Arbeit des Planetenbeleuchtungsteams mit diesen Bildern der überarbeiteten Atmosphäreneffekte für den Planeten Hurston, der einen verstärkten Verschmutzungslayer viel dichter an der Planetenoberfläche hinzufügt. Dieser Layer hilft, das Licht in einem stärkeren Gradienten aus der Atmosphäre herauszufiltern und den Ort insgesamt schmutziger aussehen zu lassen, von dem wir erwarten können, dass er sehr gut mit dem kommenden Lorville 2.0 Update und Alpha 3.19 zusammenwirken wird. Einige Eindrücke davon könnt ihr hier sehen. Ich werde diese Bilder einfach für sich sprechen lassen. Und wir werden einen genaueren Blick darauf werfen, wie Licht, Atmosphäre und das neue Lorville-Stadtbild in Alpha 3.19 zusammenpassen, wenn Inside Star Citizen in ein paar Wochen aus der Auszeit zurückkehrt.
Und wenn die Atmosphäre von Hurston ein bisschen Liebe bekommt, dann gilt das auch für die grünen Wälder von Microtech als Teil einer größeren übergreifenden Überarbeitung, über die wir in der kommenden Zeit, in den kommenden Monaten mehr berichten werden. Erhalten die Wälder von Microtech eine Auffrischung, die die Umgebung visuell reicher und dichter erscheinen lässt und gleichzeitig mehr Spielmöglichkeiten für Deckung während Missionen, Rennen und anderen Aktivitäten bietet. Die Landezonen-Teams haben auch einen Sprint abgeschlossen, um zusätzliche Missionsorte auf dem Planeten Crusader hinzuzufügen, im Stil von Resort-Hotels, die Overlays für Geschäftsbereiche nutzen können, aber auch für solche, die von allgegenwärtigen und bösartigen Ninetales übernommen wurden. Jeder neue Cluster ist als prozedurales Zuhause für eine Vielzahl von Missionstypen gedacht und soll Spieler von Orison in die entlegenen Winkel des Gasriesen locken. Und unten auf der Oberfläche von Hurston wird an der frühen Whitebox-Phase der lokalen Strafverfolgungsbehörden gearbeitet, einem Ort, an dem die Spieler die nächste Evolution des Kopfgeldjagd-Gameplays nutzen können, über das wir später in diesem Jahr mehr berichten werden. Hier können dann die Körper von gefangenen kriminellen Subjekten hingebracht werden und für diesen Fall gibt es jetzt diese Transportboxen. Die Übergabe findet hier ganz vorne statt, denn in den ersten Tests war es doch etwas unheimlich, durch die Gänge zu laufen und die leblosen Körper immer tiefer in die Anlage reinzuschubsen und zu schieben, es sei denn, man steht auf sowas. Unless you're into that sort of thing. Moist Noodle. An den Bounty Boards kann man sich nach neuen Missionen umsehen und in den Shops seine Vorräte neu auffüllen. Es gibt auch ein Büro für Besprechungen, aber wer braucht noch mehr Besprechungen im Leben? Und dann kommen wir in den Arrestbereich, wo die Anzahl der Zellen von Ort zu Ort variieren wird. Ich vermute, viele von euch werden sich freuen, ihre Zeit mal woanders als in Clasher zu verbringen, auch wenn es immer noch nur ein Gefängnis ist. Ebenfalls in der Whitebox-Phase befinden sich die Vorproduktionsentwürfe für eine Vielzahl von Innenmodulen, die in die hochaufragenden Wolkenkratzer von New Babbage auf Microtech passen werden. Sie werden parallel entwickelt und vor Ort getestet, um all das zu entwickeln und zu entdecken, was die Entwickler im ursprünglichen Entwurf vielleicht nicht bedacht oder als notwendig erkannt haben. Die Idee ist, dass ein Spieler, sobald er gelandet ist, diesen speziellen Innenraum von ganz oben betritt, wo er auf eine Lobby und die erwarteten Aufzüge trifft. Und dann nach einer kurzen Reise nach unten geht es rein in eine Reihe von verschiedenen Innenmodulen, wie zum Beispiel die Spieler-Apartments, die hier im Beispiel zu sehen sind. Apropos modulare Innenräume. Das Team von Montreal Tools arbeitet weiter an der Verfeinerung des Prozesses zur Erstellung von Orten für das persistente Universum. Dazu gehören mehrere Sprints für das sogenannte PU Location Tool, ein Plugin, mit dem Artists und Designer schneller modulare Orte für verschiedene Sonnensysteme des persistenten Universums erstellen und iterieren können. Was man hier sieht, ist das PU Location Tool, das vollständig in den Spiele-Editor integriert ist, in dem eine Person eine Weltraumklinik in Pyro erstellen möchte. Als nächstes wollen wir das erste Modul, die Lobby, erstellen, das die entsprechenden Verbindungen enthält, die notwendig sind, damit der Spieler von einem Raum in den anderen gelangen kann, ohne in die kalten Tiefen des Weltraums zu stürzen. Das ist wichtig, dass sich die Spieler in ihren Raumstationen sicher fühlen, zumindest was die Umgebungsgrafik betrifft. Rechtlicher Hinweis, das gilt nicht für Aufzüge, die sind ein einzigartiger Fluch für Spieler und Entwickler gleichermaßen. Als nächstes kommt der sogenannte universelle Raum. Das ist ein super schicker Programmierbegriff für Flur. Sie wissen, dass ich recht habe. Sie können sogar den Seed ändern, wenn uns dieser spezielle Flur nicht gefällt und einen anderen erzeugen. Und noch ein. Und jeder von ihnen schafft die verschiedenen Verbindungen, die wir brauchen, um weiterzubauen. Und dann noch ein paar Seitenräume oder in seltenen Fällen ein hinteres Zimmer, das normalerweise hinten ist. Ein paar Läden wie die Apotheke. Ups, das lasse ich aus Solidarität mit dem Entwickler hier drin.
Now let's go inside and start cooking. Jetzt gehen wir rein und fangen an, ein paar Overlays zusammenzustellen, was im Grunde alles ist, was mit dem Set-Dekor zu tun hat, das eine Raumklinik von einer anderen unterscheidet. Im Moment ist das alles ziemlich allgemein gehalten, also schauen wir unsere WIS-Bereiche mal an, überprüfen unsere Tags, starten den Erstellungsvorgang und wow, schön. Wir machen Fortschritte. Es sieht so aus, als hätten wir vergessen, einen Container zu erstellen. Easy enough. Genug davon. Wir werden hier keine Räume installieren, also machen wir weiter. Und fangen an, diese Verbindungen zu schließen und dann können wir ein weiteres Overlay für diesen Nebenraum hier machen. Schön. Und dieser Prozess wiederholt sich in allen folgenden Räumen und ist insgesamt ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, wie die Spieleentwicklung exponentiell und absolut nicht linear verläuft. Linear in progress. Jetzt, da Asset-Bibliotheken aufgebaut und erweitert werden und Tools entworfen und entwickelt werden, sollte der Fortschritt, den man an einem Punkt machen kann, vom nächsten übertroffen werden. Und insgesamt wird es zu einer ständigen Erinnerung daran, dass der Kampf mit dem, was vorher kommt, notwendig und richtig ist, um die verbesserten Technologien, die Effizienz und die allgemeine Effektivität von allem, was danach kommt, hervorzubringen, einschließlich einer neuen Version, die alles, was ihr gerade gesehen habt, mit einem Klick erledigt und die seit kurzem für die Entwickler verfügbar ist. Und da wir gerade von neuen Technologien sprechen, lasst uns diese Woche mit der Arbeit des PU Character Art Teams abschließen, das einen kleinen Sprint hingelegt hat, um einige der älteren Legacy Assets in neuere Ressourcen umzuwandeln, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, darunter Layer Blend V2 und die Möglichkeit, Gegenstände mit bestimmten Abnutzungs- und Verfallsgraden zu spawnen. Das bedeutet, dass nicht alle Versionen, die ihr im Verse finden werdet, exakt gleich aussehen werden. Das Team nutzt die Gelegenheit auch, um weitere Möglichkeiten zur Modularisierung bestehender Rüstungen zu entdecken, wie zum Beispiel die Nomad und die leichte Outlaw-Rüstung, die ihr hier seht, sowie viele andere, die wir später in diesem Jahr vorstellen werden. Dies ist Teil unserer laufenden Bemühungen, mehr Anpassungsmöglichkeiten für das, was ihr tragt, hinzuzufügen, sowie für die neuen Dinge, die in der Pipeline sind, als auch für das, was bereits im persistenten Universum vorhanden ist. Und diese Anpassung umfasst auch eine Vielzahl von Farben, die für das Spawnen von Rüstungsvarianten im Universum verwendet werden kann, wie ihr hier in einigen der früheren Erkundungsphasen sehen könnt. Es wird Missions- und Szenarienentwicklern ermöglichen, spezifische Variationen von Komponenten und Farben für verschiedene Gebiete zu definieren oder prozedurale Werkzeuge zu verwenden, um Dutzende von Variationen für jedes Outfit zufällig zu generieren. Und wenn dies auf viele der Outfits ausgeweitet wird, die bereits im Universum existieren, werden wir eine viel größere Vielfalt an Dingen im persistenten Universum haben als heute. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass wir bis zu unserem letzten großen Beitrag über Lorville in ein paar Wochen warten werden, wenn wir aus der ISC-Pause zurückkehren, aber lasst uns weitermachen und euch ein paar Bilder von der absolut fantastischen Arbeit zeigen, die das Beleuchtungsteam leistet, um dieses neue Lorville 2.0 zum Leben zu erwecken. Ich halte jetzt die Klappe und lasse stattdessen ein paar tausend Worte durch Bilder sprechen. Also, was haben wir in dieser Woche gelernt? Nun, wir haben gelernt, dass es wie immer eine Menge Schiffe und Fahrzeuge in der Pipeline gibt, die alle im Laufe des Jahres ihren Weg ins persistente Universum finden werden, dass die Arbeit, die Fauna ins persistente Universum zu bringen, wieder auf der Speisekarte steht, dass Grasping Weevil Eggs eine Sache sind, also irgendwelche komischen kleinen Eier, ebenso wie die fortlaufende Arbeit, so viele Aspekte wie möglich in Star Citizen physisch zu gestalten, dass neue und alte Schauplätze immer wieder überarbeitet und verbessert werden, ebenso wie die Werkzeuge, die Tools, die unsere Teammitglieder benutzen, um sie zu erstellen. Mit dem Ende dieses Quartals geht Inside Star Citizen in die reguläre Pause, aber die Arbeit geht weiter. Im nächsten Quartal werfen wir einen Blick auf Lorville 2.0, bevor es mit Alpha 3.19 live gehen wird. Wir werden einen tieferen Blick auf die gewaltigen Änderungen und Verbesserungen werfen, die Arena Commander nach diesem Update haben wird, sowie auf die neuen, verlassenen Koloniestädte. Das neue Tutorial, ein Sequel des Buggy Racetracks von Orison, aber für Microtech. Neue Schiffe und Fahrzeuge, die in der diesjährigen Invictus Launch Week veröffentlicht werden.
werden, ein Gespräch mit Superstar-Konzeptkünstler Gavin Rothery darüber, dass er mehr Schiffe für Star Citizen erdacht hat als jeder andere auf der Welt. Wir werden einen Blick auf eine ganze Reihe neuer Features werfen, die in Alpha 3.20 kommen werden, und dann werden wir natürlich unsere Reise in Richtung Alpha 4.0 fortsetzen, hier und da auf unserem gemeinsamen Weg. Es waren 8 tolle Jahre. Und die letzten 4 davon, in denen wir euch 150 Episoden dieser Show gebracht haben, waren ein Riesenspaß. Aber wir werden immer noch jede Woche besser darin. Ich kann das sagen, weil ich nicht von mir spreche. Ich spreche von den Talenten und der Arbeit von Will, Dave, Alex, Casey, Jill, Stephanie, Amanda, Caroline, Tom, David, Luke, Justin, Jake, Vicky und jetzt Mercy, willkommen, die alle dazu beigetragen haben, dass dieses Jahr das bisher Beste war. Danke, dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Auf weitere 150 Folgen. Oh, und falls ihr die 10 verschiedenen Memes bemerkt und genossen habt, die das ganze Quartal hierüber hier auf dem Bildschirm waren, sie werden im Laufe dieser Woche in den sozialen Medien veröffentlicht. Ich kann euch verraten, dass sie sich hervorragend als Handy-Wallpaper eignen. Und damit endet Jared Huckabee, bedankt sich fürs Zuschauen, bedankt sich für 150 Episoden und in einem Monat sehen wir ihn wieder. Ja, solche Sprint-Reports finde ich immer mordspannend, weil es einfach ein bisschen den Blick auf die ganze Bandbreite dessen bietet, was gerade sich in Entwicklung befindet und auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden darf. Es befindet sich ja natürlich noch viel mehr in Entwicklung, was eben vielleicht nicht heute gezeigt wird, sondern erst morgen oder gar nicht gezeigt wird, wie auch immer. Und ihr habt auch schon gesehen, dass meine Videos etwas weniger geworden sind, aber das ist ja auch schon lange Zeit so, das ist jetzt nichts Neues für euch, dass ich nur dann und wann mal ein Video baue. Das Skript übrigens, hier, ich scroll schon mal etwas durch, das ist in den letzten Zügen für das statische Server-Meshing-Video. Ich habe mich entschlossen, das jetzt doch aufzuteilen in 2 Teile, einmal statisches Server-Meshing, einmal dynamisches Server-Meshing. Das wird, aber ich habe beschlossen, da mir jetzt nicht so viel Druck zu machen, sondern das einfach gedeihen und wachsen zu lassen. Kann ja nur besser werden. Auf jeden Fall, ich bin da auf einem guten Weg und ja, dann schauen wir mal, ob es im April was wird. Ansonsten bin ich seit neuestem tätig als Redakteur, Autor für Star Citizen, für die Seite gametogether.de. Da könnt ihr gerne draufklicken und da habe ich jede Menge Artikel geschrieben über alles, was mir so über die Füße fällt. Lasst da gerne ein Lesezeichen da. Ich überlege auch, wenn ich einen neuen Artikel geschrieben habe, das mit einem YouTube-Short hier auf meinem Kanal zu bewerben, dass ihr wisst, ah, da gibt es einen neuen Artikel von dem Astro oder Kai. Ich darf da natürlich nicht als Astro-Sam schreiben, sondern schreibt da in, mit mir in, als reale Person, nicht als Content Creator, die Artikel und ja, über alles, was mir so einfällt, auffällt, über die Füße fällt und einfach Kleinigkeiten, die, für die es sich auch manchmal gar nicht lohnt, ein Video zu bauen, aber wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt und einen Artikel lesen wollt mit den ja, Gedanken, die ich mir dann auch über das ein und andere Thema mache, dann werdet ihr dort fündig. Da findet ihr also zusätzlichen Star Citizen Content von mir zum Lesen, nicht zum Zuhören. Wenn ihr mehr zuhören und sehen wollt, dann schaltet ein bei PsychShot auf www.twitch.tv/PsychShot. Werft einen Blick auf seinen Streamingplan. Der ist, soweit ich das sehe, nicht so regelmäßig online, aber auf jeden Fall schaut er jede Woche ein, zwei, dreimal in Star Citizen rein und erzählt euch, was da gerade so alles am Laufen ist. Macht euch die Übersetzungen der
laufenden Veröffentlichungen von CIG. Geht ins Verse, spielt mit euch gemeinsam. Und das tut auch der gute Faxi. Der Stefan auf www.twitch.tv/Faxi. Da werdet ihr auch viele Stunden unterhalten. Der hat letztens zum Release von Alpha 3.18 einen, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden der online war, 55 Stunden oder so? Total verrückt. Da weiß ich gar nicht, wie der das macht. Das habe ich mit 18, 19, 20 Jahren gemacht. So 60 Stunden durchgezockt und dann am nächsten Tag weiter zur Schule gegangen. Aber heute muss ich sagen, ich brauche meinen Schlaf, sonst werde ich ja noch schneller alt, als ich so schon alt werde. Also Respekt. Auf jeden Fall schaltet ein, da auch viele Informationen, Übersetzungen, Ship Talks, Q&As. Da seid ihr an der richtigen Stelle. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war's. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann jederzeit gerne bedanke ich mich für euren Euro für die Kaffeekasse auf meiner Seite www.tipi.com/astrosam, auch hier eingeblendet mit dem Link rechts oben. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Bleibt mir gewogen, lasst ein Abo da. Ich freue mich über jeden Kommentar und bis zum nächsten Video. Tschüss, alles Gute. Ach ja, und schöne Osterfeiertage wünsche ich euch.